Herzlich willkommen zur 11. Folge meiner Serie Until Dawn. Wie ihr es kennt, habe ich alles so zusammengeschnitten, dass ihr das Spiel wie eine Serie genießen könnt. Alle Zwischensequenzen sind mit dabei, Gameplay nur, wenn es der Story dient. Außerdem gibt's kein Gelaber meinerseits. In der letzten Woche wurden einige Rätsel gelöst. So wissen unsere bisher Überlebenden, dass der Wendigo Jagd auf sie macht. Und diese Wesen machen keine Gefangenen, wie ein kurzzeitiger Bekannter leidvoll erfahren musste. Aber immer noch kämpfen viele unserer Protagonisten ums Überleben. Die Nacht neigt sich dem Ende zu und die Spannung steigt. Wer wird es schaffen? Ich wünsche euch viel Spaß. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Ich kann das nicht. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Oh. Oh, nein, 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 was? Nein, nein, nein. Was ist denn? Was steht da? Hier steht, dass der Biss. Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. I'm sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Da steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Er hat nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair, sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Tut mir leid. Tut mir so leid. Scheiße. Shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Nur noch Mistgabel und Pöbel. Muss reichen. Thank you.
groß, ja? Wo hast du dich, mich wiederzusehen? Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ganz brav. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben. Direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Kannst nicht besser sagen. So ist's brav. Wie du. Versuchen wir es. Super. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? So eine Scheiße. Ach du Scheiße. Bin ich da nur wieder reingeraten? Verdammt!
Was war das denn? Kumpel, komm runter, ist gut. Okidoki, Kleiner. Dann sehen wir uns später, ja? Scheiße!
Leute, beeilt euch! Wir müssen zu Mike! Na los! Hey! Ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. Sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. Nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Chris, du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Ich hatte eine Scheißangst. Oh, wir auch. Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Also, ich würde mich in Begleitung eines Wolfes definitiv auch besser fühlen. Schade, dass sich Mike von seinem neuen Freund so schnell trennen musste. Aber, und das ist das Wichtige, er lebt noch. Wird er es schaffen? Und was ist mit den anderen? Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn, dann lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Otto Normalo.